Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan Toshida für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3-Base-Teile, die wir uns ergambeln wollen und dazu bin ich mal wieder hier in Nax Ramas unterwegs. Einmal bei unserem kleinen Lieblingsgoblin, der uns ein bisschen was verkauft. Ich will heute wieder 120 von den Druckmitteln des Todes raushauen und zwar gambeln wir auf einen Gürtel. Da kaufen wir uns 40 Base-Token, also 120 Druckmittel zahlen wir dafür. Und ja, wenn wir ein bisschen Glück haben, ziehen wir das ein oder andere T3-Teil raus. Also bis jetzt habe ich maximal immer eins rausgekriegt. Ne? Also ich sage ein oder anderes, aber wahrscheinlich wird es auf maximal eins rauslaufen. Und da bin ich auch schon dankbar. Ne? Wenn wir eins kriegen, ist schon super duper, würde ich sagen. So, es dauert immer nur ein Ticken, bis er alle verkauft. Normalerweise kann man die gar nicht im Bulk kaufen, aber ich habe hier so ein Add-on. Das nennt sich TSM und da kann man das dann tatsächlich machen mit. So, das erste Item ist schon mal Käse, 20 Gold ist das wert. Dann haben wir ein Gewebe rausgekriegt. Oh, das ist hier ein bisschen mehr wert. Okay, da können wir mal gucken, was wir da kriegen. Na, 1000, das können wir auch probieren. Na, 900, das lassen wir. Also meine Grenze ist so, Minimum muss das Item 1000 Gold wert sein. Dann überlege ich, okay, das ins Haar zu hauen. Ne? Klar, man kann natürlich auch Items ins Haar hauen, die weniger wert sind, aber ihr müsst rechnen, so ein Timok-Item stellt ihr x-mal ins Auktionshaus rein, bis ihr dementsprechend das mal verkauft habt. Und das ist natürlich auch ein zeitlicher Aufwand, ne? Ganz klar. Dementsprechend, ja, schaue ich, dass sie zumindest ein bisschen was aus der Zeit rausziehen. Und selbst dann, ne, haust du das x so lang rein, irgendwann kriegst du dann einen Bruchteil davon, aber naja. Solange es ein bisschen was wert ist, ne? Und dann ein bisschen was zurückkommt, bin ich ja schon froh. So, bis jetzt sieht es anscheinend schlecht mit T3 aus. Bis jetzt nur normale Items. Das sind halt alles irgendwelche World-Drop-Geschichten. Schauen wir mal, hier war aber noch was dabei. Das ist nichts wert. Ah, oh, 21k. Das ist nichts wert. Hm, das können wir vielleicht noch gucken. Das eventuell, das auch. Was haben wir hier noch so? Was haben wir denn da? Aha. K sagte. Zusammen. Ah, es war nochmal ein Druckmittel, okay. Also bis jetzt sieht es nicht gut aus mit T3. Ich glaube, meine Glückssträhne ist jetzt gerade am Reißen hier. Die letzten Male, muss ich sagen, lief es echt immer gut. Komm. Rück noch deinen T3 raus. Ich kann das Gold gut gebrauchen, ich sag's euch. Ah, nee, da ist auch nix. Naja, das vielleicht. So, 5 Dinge haben wir noch. Ein bisschen Gold wert. 3 haben wir noch. No, 2. Was ist denn das hier? 56.000 Gold, aber das ist nur hier auf dem Server viel wert, seht ihr? Man muss halt auch immer regionaler Marktwert sehen und da ist es halt 6k wert. Also von dem her. Und das letzte. Ja gut, könnte sein, dass ich diesmal ein bisschen gelitten habe und nichts rausgezogen habe. Schade, ich bräuchte noch einen Gürtel und ja, mal gucken. Vielleicht haben wir das nächste Mal mehr Glück. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Und sobald ich wieder genug Dinge habe, melde ich mich wieder. Und dann gibt es wieder ein kleines Opening-Video. Ich verabschiede mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.